Und zwar kommt jetzt das Format Trümmerbumble. Und ich glaube, das wird ein Format sein, wo du ein bisschen Spaß dran hast. Denn wir hatten das letzte Mal mit Trümmer Tinder. Und zwar hat mir dort der liebe Fancy Dot einige von seinen vorgeschlagenen Tinder-Matches oder möglichen Matches geschickt. Und ich habe in den letzten Wochen, Monaten und so weiter einiges gesammelt. Das heißt, die Recherche hat ziemlich lange gedauert dafür. Und wir gucken uns heute weltoffene Bumble-Profile an, die ich gesammelt habe. Und wir versuchen natürlich hier, dir eine Freundin zu besorgen, ne, den Zuschauern eine Freundin zu besorgen und vielleicht mir auch eine Freundin zu besorgen. Und da gucken wir mal, was wir so dabei haben. Hast du da Bock drauf? Ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Wir gehen rein erstmal in harmlosere. Ja, wir wollen uns natürlich steigern, ne, kleinen Anfang und dann kommen immer mehr die guten Dinge. Ne? Okay, das erste Profil, was ich für dich habe, heißt Diana. Vielleicht ist Diana was für dich. Hier habe ich auch nur ein Foto. Was zum Anfassen, ne? Ja. Also 27, ja. Das ist genau das richtige Alter, um durch Übergewicht zu Tode zu kommen. Heilerziehungspflegerin. Ja, finde ich auch sehr gut, dass man sein Dating-Profil, also dass das erste Foto natürlich so ist. Das finde ich immer sehr gut. Sehr weltoffen, sage ich mal. Ne? Sehr herzlich. Ja, also die muss halt unheimliche Rückenschmerzen haben, die Frau, ne? Ja, das ist Diana. Das ist doch ein kleiner Anfang. Ich habe aber auch eine Jordana. Oh, der Name Jordan. Ist schon schön, oder? Habe ich was Süßes für dich? Sie ist schön wie der Jordan, ja. Wie sieht denn hier das erste Bild aus, was man dort sieht? Oh. Ja, das ist halt immer, also welche ist es denn jetzt? Also welche ist es? Hey, keine Ahnung, ich schätze mal vor der links, ne? Aber auch herzlichst, sag ich mal, ne? Ja, da wäre ich halt direkt dabei. Also wenn ich sehe, das sind halt zwei Mädels, die gerne in den Club gehen, vor allem mit einem tiefen Ausschnitt, da weiß ich, ich bin der Einzige in ihrem Leben. vor allem mit 23, ne? Also wäre ich der Vater, würde ich sagen, Mädchen, wir gehen jetzt erstmal in die Kirche. Und zwar für eine ganze Woche, weil wir haben einiges nachzuholen. Ja, der Chat dreht durch. Ne? Also ich glaube, wir haben hier schon zwei Favoriten, ne? Direkt zum Anfang für euch, ne? Sehr schön. Ja, das ist Jordana. Auch sehr gut, dass man sich so natürlich präsentiert. Da weiß man auf jeden Fall, da hat man eine sehr gute Beziehung. Ja, dann kommen wir zu einer netten jungen Dame namens Anna. Oh, Anna, sehr süß. Das erste Bild hier ist auch nicht schlimm. Ne? Würde ich sagen, kann man machen. Ist jetzt nicht viel, was man hier so kritisieren kann. Ja, aber die soll mich doch anschauen, sag mal. Ja. Was ist denn das? Aber Anna, ja, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Anna ist sehr modebewusst. Sie hat auch ein zweites Bild gepostet. Ach so. Ach, da hat sie jetzt die Klamotten von ihrem großen Bruder an, oder was? Wahrscheinlich. Ich fand das einfach nur extrem lustig. Das ist halt verrückt. Also, was ist denn mit unserer Welt los? Was ist denn mit unserer Welt los? Die Männer tragen immer engere Jeans und die Frauen tragen immer größere Jeans oder Hosen oder... Also, ja. Ja, die Anna macht hier keiner nass, würde ich sagen. Ist modern. Ja. Ne? Heutzutage. Ja. Ist modern. Auch die weißen Sneaker. Ja. Ne? Das ist Alleinstellungsmerkmal bei ihr. Vielleicht möchte sie ja nur retuschieren, dass sie eben keine Hände hat. Wer weiß. Keine Ahnung. Ja, fand ich ganz witzig. Wie lang sind die Arme wirklich? Das musst du beim Date herausfinden. Ja? Wie gesagt, ne, wir sind beim kleinen Anfang. Ja, die richtig weltoffenen Dinge kommen noch gleich. Ja. Weißt du, was ist denn falsch dran? Da ist gar nichts falsch dran. Es sieht halt nur scheiße aus. Mein Gott, es ist halt ein bisschen kurz lachen. Meine Güte. Darf ja jeder. Ja, ich bin halt politisch nicht korrekt. Ja, ich mache mich auch gerne mal lustig über Sachen. Ich mache mich über mich selber lustig. Ich mache mich auch über andere lustig. Ich würde es nicht dran. Ich darf das. So, wir machen jetzt auch, da ist nichts falsch dran. Aber auch hier, ich bin halt ein Arschloch und mache mich gerne über Leute lustig. Deswegen, das ist die Angie. Ja, auch hier jetzt nichts. 32. Groß Schlimmes, ne? Ist alles gut. Aber ich fand es nur lustig, denn der Satz den fand ich ganz witzig. Ich mag reisen, gerne leckeres Essen genießen und ich dusche am Abend. Und du?
Ja, da hätten wir auch gar nichts schreiben können, so, weil ich... Weil du halt denkst, ich mag Reisen. Ja. Ja, das schreibt Alter, jeder, aber ja, ich finde das geil. Ich dusche am Abend. Da kannst du auch reinschreiben, ich mag atmen. Ja, eben. Wer mag denn kein Reisen, Alter? Das sagt halt, ich sag halt genauso viel über deine Persönlichkeit aus, wie ja, einfach zu schweigen. Ja, also, das ist aber Standard. Ja, wenn du dir irgendwie Online-Dating reinziehst, ich würde sagen, jeder 1,01 schreibt dort, ich reise gerne. Ist das Erste, was dort reingeschrieben wird, glaube ich. Ja, vor allem das, also gerade ich sag da halt nein. Wegen dem Klima. Ja, genau. Okay, yeah. Dann gehen wir weiter rein. Und zwar habe ich als Nächstes die Ana mit einem N. Weiß nicht, wie es dann ausgesprochen wird. Ana. Aber es ist eine sehr schnicke Persönlichkeit. Das ist hier die liebe Ana. Die ist Studentin. Mhm. Und die... Was studiert die denn? Auch über mich... Ernährungswissenschaften? ...geschrieben. Okay. Sei gütig, denn alle Menschen, denen du begegnest, kämpfen einen schweren Kampf. Schweren wie Kampf. Ihre Kniescheiben. Ja, ist auch eher links, ne? Also alles, ne? Schon eher eine weltoffene Persönlichkeit. Und... Mach nochmal das Bild jetzt. Also ihre Eigenschaften. Im Studium. Nie rauchen. Eine Lupe, weiß sie noch nicht, ob sie die jemals benutzen würde? Ja, das ist das, was sie sucht. Also dieses, du kannst halt da angeben, das halt von der App aus. Mhm. Ja. Diese Lupe ist halt, was du ansuchst an Beziehungen, weiß ich noch nicht, was Offenes, Lockeres, keine Ahnung, 3 Cent. Ah. Das in kann Gesellschaft man quasi trinkt angeben. Sie. Also wenn du mit ihr zusammen bist, trinkt sie halt, ne? Wahrscheinlich. Und auch das Sternzeichen, ja, das ist natürlich... Sehr ist wichtig. Halt immer so, ne? Die Linken sind halt dann immer so diese, oh ja, hier Atheismus, ihr mit eurem dummen Space Daddy, ihr konservativen Christen, ja. Und dann kommen die mit, was hast denn du für ein Sternzeichen? Du kannst ich aber erstmal in mein Horoskopbuch reinschauen, ob das hier, ja. Du kannst auch hier bei Bumble gibst du halt immer an, oder kannst du angeben, wie du politisch ausgerichtet bist, ne? Es gibt aber nur eher links und als Pendant dazu gibt es nur eher konservativ. Ja, es gibt kein rechts, ne? Nee, es gibt kein links oder es gibt kein rechts. Oder, okay. Ja, aber worauf ich dann eigentlich noch hinaus wollte. Dies macht eine gute Beziehung aus, wenn man auch befreundet ist. Ich kann dir garantieren, dass die AfD scheiße ist. Das muss man natürlich auch da reinschreiben, ne? Ich begeistere mich zu sehr für Dackel, obwohl man sich nicht zu viel für Dackel begeistern kann. Ja, gibt's ja irgendwie finden immer dicke Frauen finden die AfD irgendwie immer scheiße. Ich weiß nicht warum. wenn ihr eine Frau findet, die die AfD cool findet, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ihr BMI noch im Rahmen des Erträglichen ist. Janu, ist ja so. Weil Body Positivity ist halt in den konservativen Kreisen jetzt nicht so. Tacke sind passiert. Ja, das war Ana. Ich glaube, Ana ist hier nicht so groß geschrieben bei den Leuten. Kam, glaube ich, nicht so gut an. Aber ich habe noch Alexandra. Hört sich süß an, oder? Bestimmt eine. Das weiß ich noch nicht. Ich sage, ist jetzt nicht schlimm, oder? Alles im Lot, ne? Ist ein vernünftiges Bild. Ja, so ein normales Selfie. Sieht auch ganz. Selfie. Die Brille passt zu ihr, ja? Ja, alles gut, ne? Aber Alexandra hat natürlich auch eine Beschreibung. Die Beurteilung eines Freundes über mich. Jede Sternchen R braucht eine Alex im Leben. Bisschen gendern muss man doch auch immer, oder? Ja. Der Freund hat gesagt, jeder hatte sie schon und jeder braucht sie noch. So, ne? Also, ja, und das Sternchen. Ja, gut, da hast du dich halt geoutet als Linksautoritärer. Ich von liebe daher, es. Nein. Liebe es. Immer gendern, liebe Freunde. Vor allem auf Dating-Profilen. Das ist sehr wichtig. Keiner gendert, Alter. Was zur Hölle, Mann? Was hältst du von der Charlotte? Charlotte ist doch auch ein guter Name, oder? Ja, das sind diese kleinen Zwiebeln, ne? Die heißt Charlotten. Ja. Ja. Das sind Charlotten. Das ist der Plural. Eine Charlotte ist eine... Ja. Na egal, zeig mal her. Ja. Immer noch, oder? Geht noch? Ja, geht noch, oder? Komm. Charlotte vor dem Deutschlandradio. Ja. Junge, Charlotte, 29, ja. Ja, die ist 29, liebe Charlotte. Ja. Und die hat natürlich auch was geschrieben. Ganz das wichtig. Macht halt auch bei der Schal-Hierarchie mit, ne? Ja, ja, natürlich ganz wichtig, Pronomen hinschreiben, she, her. Denn es ist ganz wichtig, wenn ich über Charlotte rede, dann sage ich, ja, Charlotte ist schon nett, denn she hat sehr schöne
Autos und Hör, Auge ist süß. Ja, sehr wichtig. Englische Pronomen, auch so generell als Deutsche dann hier ein englische Sätze als Beschreibung reinschreiben. Immer sehr wichtig, zeigt immer, wie weltoffen man ist und dass man sehr gebildet ist, wenn man dann irgendwelche tollen englischen Sätze schreibt. Sehr toll. I speak some Irish. Also du kannst Englisch mit einem irischen Akzent sprechen. Wahrscheinlich kannst deinen Akzent verstellen. Toll. Wow. Okay, das ist durchaus interessant. Aber ich würde die Pronomen Ele/Fand vorschlagen. Okay, dann gehen wir rüber, zur lieben Hannah. Hannah ist so. Auch never try and be cool. Never worry that what the cool people think. Head for the warm people. Life is warm. You'll be cool when you're dead. Matt, Hike, wer auch immer das ist. Ja, immer irgendwelche tollen Zitate reinschreiben. Klingt immer sehr klug und sehr toll. Ist immer sehr schön. Ja, das Profilfoto hat halt Ernesto beim letzten Spanien-Austausch von ihr geschossen. Ja. Und doch, das sind Deutsche. Ja, also die schreiben halt nur nicht Deutsch, weil die sich cool finden. Aber ich habe noch mehr von Hannah. Denn Interessen sind natürlich vegetarisch, LGBTQI plus Verbündete Sternchen R, Black Lives Matter, Feminismus und Katze. Katze ist nicht weltoffen genug. Da hätte doch vielleicht Stop Asian Hate oder so, wäre vielleicht cooler gewesen. Ich finde auch. Aber das sind die Interessen. Also sehr weltoffen, ja, sehr cool. Das finde ich schon sehr gut. Also Hannah ist jetzt bei mir schon sehr weit vorne. Und meine ganz persönliche Hölle ist unpolitisch sein, konservativ sein, die politische Mitte und die Deutsche Bahn. Okay, du bist also linksradikal, ja? Ja. Weil man dir das halt so ein bisschen so beigebracht hat, dass das die einzige valide Position in der Demokratie ist. Ist okay, dich drehen wir noch um. Ist ja in Ordnung. Ja, Entschuldigung, ja. Auch dieses Englisch schreiben, also das ist halt so ein, das mit den Anglizismen, das fanden wir ja damals schon irgendwie borniert, wenn das Leute beanstandet haben, aber mittlerweile übernimmt das Überhand, Alter. Ja. Die schreiben halt nur noch Englisch. Ja, ja. Also die mögen ihre eigene Sprache nicht mehr, die Leute. Das durchgängige Nutzen davon ist halt nervig, also wenn man zwischendurch mal so ein Nice oder was auch immer, oder so ein Cringe benutzt, so alle 34 Minuten mal ist es ja okay, aber nicht jeder zweite Satz in Englisch, meine Güte, das nervt doch. Ja, ja, das Ding ist halt, und dann hast du das Allytum auch noch drin, das ist halt, also alle Leute, die von sich selbst in dieser Sparte von Menschen halt sagen, sie streben jetzt hier dieses und jenes große supranationale Ziel an, ja, im ideologiepolitischen Sinne, ne, Klima oder LGBT oder was auch immer. Das sind halt Leute, die oft nichts haben, was sie aus sich selbst heraus zu besonderen Menschen macht. Ja, deswegen schwingen sie sich, anstatt ihr eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen oder irgendwas zu machen, was sie besonders macht, halt zu diesen hohen Idealen auf. Und das ist für mich immer ein Statement davon, okay, also dich macht offensichtlich selbst nicht wirklich etwas aus. Schreib da doch hin, ich schreibe Gedichte. Das würde mehr Individualität ausdrücken als das, ja. In meinen Augen. Ja, also ich habe das tatsächlich manchmal, ich habe auch immer dieses, mittlerweile sage ich sehr oft tatsächlich, weil ich mich darüber lustig mache, wenn Rainer immer tatsächlich sogar sagt. Deswegen habe ich mir Vollidiot tatsächlich einfach irgendwie unterbewusst angeeignet. Aus Spaß habe ich dann immer so tatsächlich sogar geschrieben oder so, wenn ich mich drüber lustig gemacht habe. Und dann habe ich mir den Scheiß angeeignet. Und genau das Gleiche ist manchmal bei wenigen englischen Wörtern, weil man halt viel englische Sachen guckt. Also ich gucke halt dann zum Beispiel, wenn Counter-Strike läuft oder irgendein größeres Event oder so, dann sind da halt englische Casts, oder wenn ich mal einen Pro-Gamer zugucke, sind es in der Regel Engländer. Hat man dann manchmal so das Problem, ne? Auch wenn man dann selber spielt und dann im Team kommuniziert, macht man es auf Englisch. Das passiert manchmal, dass man dann ein englisches Wort raushaut. Das nervt mich selber, ja. Aber ja, solange es nicht in jedem zweiten Satz ist, ist es ja dann nicht so schlimm, würde ich behaupten. Ja, und Hannah zeigt auf jeden Fall, dass sie keine anderen Menschen toleriert, außer ihre gleichgesinnten linksradikalen Freunde. Sehr schön. So. Ja, ich wünsche viel Spaß beim Schwanzkarussell. Ja. Was hältst du denn von dem Namen Natasja? N-A-T-A-S-J-A. Ja, würde ich halt sagen, ey. Damals, als man den Namen aufgeschrieben hat, war derjenige da betrunken und meinten die eigentlich Natascha.
Vielleicht. Aber wir gucken uns erstmal Natasja an. Ne, ist jetzt auch hier erstmal nichts verwerflich. Ne, komm, ich sagen. 43. Ja. Passiert. Wenn du mit 43 noch Single bist, dann habe ich Fragen. Ja, kann noch immer mal was passieren. Also, ja klar, schon Witwe. Das ist ja jetzt, nicht das große Problem. Aber, hier ist natürlich nochmal die Basis, damit wir es auch alle wissen. Sucht etwas Lockeres mit 43. Auch hier kann sie gerne machen, mir egal. Ja, habe schon bitte nicht mehr. Ja, das heißt jetzt auch schon Kinder. Ja, ja. Ist natürlich auch siehst du eher doch. Links. Siehst du doch, habe ich doch gesagt, habe schon mehr bitte nicht. Also die ist schon gescheitert als Frau. Ja. Entschuldigung. Also die hat ihren, der Vater ist weg. Ja, aber es kann ja immer irgendwas passieren. Ich meine, muss man ja nicht über einen Kamm scheren. Ne? Ist ja, nö, das kann immer passieren, dass man sich mal scheidet. Also, ne? Von daher. Klar, die war auch sicherlich vorher verheiratet, ja. Aber wir müssen natürlich noch meine ganz persönliche Hülle durchlesen, denn das ist Mansplaining und mangelndes Interesse meines Gegenübers. Ha, also das heißt, dein Gegenüber soll einfach nur zuhören und dir niemals etwas erklären. Ja. Mansplaining, Alter. Das heißt, wehe, du machst irgendwann dein Maul auf, wenn du ein Mann bist. Ja, das ist halt, das sind halt auch, das ist halt eine Frau, die hat, sicherlich hat sie auch eine schlechte Erfahrung mit ihrem Partner vorher gemacht. Also ich meine, sie ist jetzt immerhin allein mit ihrem Kind. Dann haben die halt so gewisse Standards, ja. Aber normalerweise schreiben die Frauen auf diesen Dating-Plattformen, die halt schon ein Kind haben, ich suche was Ernstes. Kein Mingling, hier kein One-Night oder sowas. Nee, was Ernstes. Weil ich hatte schon genug nichts Ernstes, sagen sie damit zwischen den Zeilen. Aber die will ja immer noch was Lockeres. Will die noch ein zweites Kind, wo der Vater fehlt oder wie? Immer ein Dackel. Ja, keine Ahnung. Das ist mir relativ egal. Sollte halt machen, aber ja, es soll halt, ja, ich wünsche dir viel Erfolg. In meinen Augen soll sowas halt nur nicht beworben werden, beziehungsweise halt als gut betitelt werden. Ja, ja, ich betitel das dann als schlecht. Ja, ne? Aber man, wie gesagt, man soll das halt nicht bewerben als Öffentlich-Rechtliche, was sie eigentlich den ganzen Tag tun. Und ist auch das erste Mal, dass ich jemanden aus Nicht-Funk-Kreisen tatsächlich unironisch jemanden Mansplaining nutzen sehe. Hab ich vorher noch nie gesehen. Na man, Mansplaining, das ist halt. Puh. Okay, dann, ich weiß, du bist ja ein sehr großer Freund von gewissen Beziehungen, von bestimmten Beziehungen. Und wir haben hier Janosch, was weiß ich, warum man Janosch heißt, als Frau. Wir haben hier Janosch 31, auch ja, ein bisschen herzlichst, wie man sehen kann. Und ja. Janosch. Folgendes. Ich bin wissbegierig, nachdenklich, direkt ein wenig faul, rational, aber auch verdammt emotional. Ich bummel gerne über Flohmärkte, bin lange wach und höre Rap. Klar, wenn ich nicht gerade lese oder Brettspiele spiele, mache ich Pilates oder lausche Hörbücher. Ich lebe in einer offenen Polybeziehung. In einer offenen Polybeziehung. Und das ist halt das Ding. Also, jetzt selbst. Also als Fachmann für solche Beziehungsformen muss ich sagen, es geht nicht gleichzeitig offen und poly. Weil der Sinn von der offenen ist ja, du machst ja nur Schniedelwutzeli mit den anderen. Mhm. Aber du liebst ja immer noch deinen Partner und so, ne? Ganz große Liebe. Aber poly heißt ja, du liebst mehrere Menschen. Ja. Also zerstört ja den Zweck der offenen Beziehung, wenn du dich dann in diese Bekanntschaften verliebst, was durchaus mal passieren kann, was diese offene Beziehung ja auch sehr interessant macht. Interessante Frau, durchaus. Ja. Also, ich bin sehr rational, aber auch verdammt emotional. Leute, sie ist emotional. Sie ist verdammt emotional, also seien wir ehrlich. Für mich ist immer wichtig zu wissen, ob der Partner auch weiß, dass sie in einer offenen Beziehung sind. Das auch. Eine wichtige Frage. Ja, und kein... Ich weiß halt nicht. Also es gibt halt ja auch ein bisschen, wenn wir uns das Bild nochmal ansehen, ich will jetzt nicht über die Leute urteilen, die Tattoos haben von euch, ne? Aber eine Frau, die so eine Brille trägt und so ein Tattoo hat, ja, der ganze Arm ist ja praktisch, sie hat ja einen ganzen Schlammarm da am Start, da weiß ich, auch wenn du Janosch heißt, ich werd nicht deine Tigerente. Keine Chance. Oder es sind wieder Leute salzig, weil du was gegen Tattoos gesagt hast. Ich kann das statistisch evident begründen. Ja. Tut mir leid, Leute.
Okay. Bevor es wieder salzig wird. Ist es noch bevor es salzig wird. Leute müssen auch mal mit der Wahrheit konfrontiert werden. Das ist in Ordnung. Wir gehen rein in die liebe Sophie. Also, mir egal, ob physisch oder nicht. Müsst ihr selber wissen. Das hier ist die liebe, nette, süße Sophie. Schnieke, oder? Würde ich sagen. Das ist eine Liebe. Steht die hinter der Schaufensterpuppe, oder? Nee, das ist tatsächlich die hinter dem, Handy da. Ne? Schön, oder? Aber ich würde sagen, du hast dich bestimmt noch nicht genug verliebt. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr Überzeugungskraft, oder? Ich glaube halt, die ist nicht woke, tatsächlich. So wie die aussieht. Okay. Also hier Instagram habe ich geschwärzt, weil ich bin ja ein Guter. Ja. Backpacking ist ein No-Go für mich, ist ja klar. Ne? Auf der Suche nach loyalen Freundschaften, Deep Talks, keine ONS. Ne? Ist 1,77 groß, 75 Kilo. Ja, 75 auf Kilo. Auf der 6, Suche nach loyalen Kilo. Freundschaften. Ja. Und ich glaube, wir brauchen aber noch ein bisschen mehr, um uns zu verlieben. Ne? Als Kind habe ich am liebsten mit Barbies gespielt. Heute ist man die Barbie, früher hat man damit gespielt. Ist schön, oder? Die Lippen, bisschen, die sind doch gemacht, oder? Bisschen, ich glaube, ein bisschen sehr gemacht. Brauchst du noch mehr Überzeugung? Ja, dieser Scheißhund, Alter. Dieser Scheißhund, der kotzt mich jetzt schon an. Ich glaube, der ist noch nie von alleine gelaufen, der Hund. Ich hasse diesen Hund jetzt schon, Mann. Also, ich kenne so, also nichts gegen Hunde, Leute. Ich liebe, aber das ist ja kein Hund. Das ist ja, wenn Wölfe sowas sehen würden und wirklich Emotionen fühlen können wie Menschen. Die würden weinen. Was ist aus uns geworden, aus diesen stolzen Tieren der Wildnis? Wie haben die uns mit Selective Breeding zu so einer unwürdigen Kreatur gemacht, Alter? Das ist eine Fußhupe. Ja, und die Dinger sind ja auch, also wenn die scheißen, Alter, das stinkt. Mich hat mal einer von so einem Hunden, Alter. Deswegen, ich hab die gefressen, Alter. Freunde von meinen Eltern hatten so einen Hund. Ich war ein Kind. Alter, ich saß da, der hat mir den Fuß gebissen unterm Tisch, ne? Einfach den Fuß gebissen. Na, hier meine Tante, die hat auch so einen Hund. Ja, der ist neulich gestorben. Haben mir meine Eltern erzählt. Ich habe gesagt, ja, Gott sei Dank! Also wirklich, also das sind, das geht bei Möpsen genauso weiter. Das ist diese Art der Zucht. Ich finde das teilweise nicht tierwürdig. Ich glaube, dieser Hund kann wenigstens atmen im Gegensatz zu einem Mops. Ja, also ich stehe eher auf einen richtigen Hund. Ja, also die wirklich komplett so verzüchtet sind, den Hunden geht es auch oft nicht so gut, das stimmt. Ja. Wobei bei Single-Frauen mit besonders großen Hunden würde ich auch aufpassen. Ja. Die haben manchmal eine innere Beziehung zu dem Hund, als ihr denkt. Okay, was hiermit? Hm. Überzeugt dich vielleicht dieses Bild von der lieben Sophie? Sieht einfach aus wie so ein Deep-Web Scare-Picture, Alter. ich weiß nicht, das ist halt... Ich weiß nicht, worüber wir reden sollen. Wie eher drüber vielleicht. Hat die einen Tumor in der Brust? Ich weiß nicht, die besteht halt einfach nur aus Brüste und Lippen. Und aus Stieren. Das tut mir leid, da muss natürlich auch noch rein. Ja, also da ist halt auch was nicht in Ordnung, ne, Leute. Also, auch mental. Ja, ja, und noch vielleicht. Oi. Und diese Lippen, noch. Bruder. Das ist sogar noch das schönste Foto von ihr, glaube ich. Ach, Tattoos hat sie auch. Ja. Ja, ist schick, oder? Ja, ist schön. Sophie. Ich finde, das ist... Schicke Sophie. Ja. Das ist doch ein Typ. Wer weiß. Ja, würde mich nicht wundern. So, dann gehen wir als nächstes rein in einen sehr weiblichen Namen, und zwar Scar. Wieder aus Scar. König der Löwen. Und zwar ist das ihr Scar. Großer Gott. Auch wieder herzlichst. Das Ding ist halt, also ich würde halt mit einer Frau auf einer Dating-Plattform sowieso nichts anfangen. Ja, aber wenn die schon in dieser lasciven Art und Weise sich darstellen, dann weiß ich, das ist die Frau meines Lebens. Ja, auf jeden Fall. Und die hat natürlich auch eine Beschreibung. Und zwar Parodie von einer Disney-Prinzessin. Charakterlich und optisch. Not interested in dominant men or people who are in open relationship poly. I identify as femsexual. Was zum Eumel ist femsexual? Was ist das? Also weiblich sexuell? Was ist das denn? Was ist denn femsexual, Leute? Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr, was das ist? Ich weiß nicht. Ist das homosexuell für Frauen? Ich weiß es nicht. Ich darf das böse L-Wort nicht sagen, weil YouTube diese Wörter nicht mag.
Ach so, ja, dann spare ich mir das natürlich auch. Aber auch diese Frau weiß ganz genau, sie steht auf dominante Männer. Jede Frau steht auf einen dominanten Mann. Frag mal die, also hier die Scar, ja, mit ihren 24 Lenzen. Frag die mal, ob die einen Mann möchte, der mehr macht als sie, also mehr verdient. Die wird ja sagen. Frag sie mal, ob sie einen Mann möchte, der größer ist als sie. Sie wird ja sagen. Ne? Frag die mal, ob sie einen Mann möchte, der sie beschützen kann, wenn eine Situation in Neukölln stattfindet mit ihr zusammen, dann wird sie auch sagen ja. Die möchte in jeglicher Hinsicht einen Mann, der dominanterer ist als sie. Man hat ihr nur gesagt, das ist was Schlechtes und deswegen schreibt sie das da so rein. Und was sie bekommen wird, ist halt jemand, der halt nicht den Weg vorgibt und den sie dann halt rumkommandieren muss und das wird sie nicht glücklich machen. Soll ich dich noch mehr überzeugen von Ska? Ska hat natürlich noch ein paar mehr Outfits. Das ist doch schön, oder? Junge. Für so eine Dating-App. Ja, genau, ja, Digga, 2008 hat halt angerufen, ne? Möchte seinen Emo-Look zurück. Ja, die sieht halt wirklich, also das... Was soll ich sagen? Das mag ja auch optisch alles schön sein, ja? Aber schaut euch die Dame an und fragt euch... Möchtest du mit ihr eine Beziehung haben? Ja. Hier vielleicht? Doch. Ach, das ist sie jetzt auch? Ja. Auch schön, dass man da... Cool. Unbedingt den Rock da noch hochschieben muss, dass man, naja. Zum Schluss natürlich auch noch hier. Klar, noch mit Perücke. Ja, klar. Das Ding ist halt, das sind dann immer die Frauen, die sich immer fragen, warum Männer immer nur das eine von ihnen wollen. Und dann ist die Antwort halt leider, ja, weil du halt nur das eine zu bieten hast. Ja. Wenn man sich so gibt, dann ist das so. Ja, das war Ska. Ich würde sagen, jetzt, Gabba, geh doch jetzt aber endlich mal ein Weltoffenare. Profile rein. Was soll das denn jetzt? Okay, ich hab Nele. Nele ist süß, glaube ich. Sieht man zwar nicht, aber Zahlen, die Buchstaben repräsentieren. Also das 1312, ich glaube, das kennen wir alle. Was ist 161? Es müsste ja AFA sein. Ist das Antifa oder wofür steht das? Antifaschismus. Wahrscheinlich? Alverkehr. Also ich weiß nicht. Ich würde jetzt einfach schätzen, bestimmt irgendein Antifa-Zeugs. Wegen AFA, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also wenn weiß, was das ist, dann gerne bescheinigen. Antifaschistische Aktion, ja. Das wissen alle. Okay. Ja, dann wird es das sein. Wir wissen alle ganz genau, dass sie auch die Polizei anruft, wenn jemand ihr vor die Stoßstange gefahren ist. Ja, was 1312 heißt, das weiß ich, das müssen wir nicht besprechen und das müssen wir auch nicht aussprechen. Dann natürlich noch hier gucken. Klar, die ist ein bisschen links und die Welt wäre natürlich besser mit mehr Kommunist Doppelpunkt innen. Ist doch logisch, oder? Die Welt wäre etwas Besseres. Eindeutig. Ich glaube, die weiß nicht, was das ist. Würde mich nicht wundern. Ich glaube, die weiß gar nicht, was Kommunismus überhaupt ist. Und ich glaube, das wissen die meisten Leute nicht, die das wollen. Ja, weil die Antifa gesagt hat, das ist gut. Mach das mal. Ja, klar. Weil der Kapitalismus halt so schlecht ist, dass der Kommunismus nur besser... Ja, okay, frag die Leute unter Mao. Frag die mal. Ja, frag die mal, wie es so war. Also, und wer 2023 noch geimpft angibt, der tut mir auch leid. Ja, Gott sei Dank. Ja, würde ich auch schreiben, ach, du bist wirklich gegen die Ringelröteln geimpft? Das ist aber toll. Ja, und was ist mit der einfachste Weg zu meinem Herzen ist, kommunistische Weltanschauung haben? Ja, aber das Ding ist halt, also... Wenn eine Frau euch da reinschreibt, konservative Weltanschauung haben, dann findet ihr das ja auch nicht schlecht. Und genauso findet das halt jetzt Malte Sören auch nicht schlecht, wenn das da drin steht. Obwohl beide halt arbeiten gehen. Ne? Also und auch nicht teilen wollen. Ne? Aber ja, Bruder, ja, dann würde ich sagen, dieser Weg bleibt uns leider versperrt. Ja, dieser Weg ist steinig und schwer. So, was hältst du von dem Namen Mine? M-I-N-E. Ja, gute Miene zum schlechten Spiel, halte ich davon. Ja? Was hiermit? Mit der Sozialarbeiterin Miene? Die Miene. Ja, das ist ja, Parkway Drive, denke ich mal, ist die Band, die sie hört. Ja. Wir sehen diverse Piercings. Mhm. Eine Beanie. Vor allem auch eine Frau, die halt ihre, wie soll ich sagen, weiblichen Züge des Körpers durchaus auch weiß zu verdecken, das ist schon fast konservativ, ja.
Bestimmt. Ja, keine Ahnung. Also mit der rede ich halt darüber, wie gut das Veggie-Snitzel jetzt ist. Oder dass wir das schade finden, dass der vegane Burger King in Wien zugemacht hat am Westbahnhof. Ja. Ja. Während sie den Kapitalismus auf ihrem Apple-Laptop hat. Ja. Was ist hier, was ich an anderen am meisten schätze? Aufgeschlossenheit, Kreativität, Ehrlichkeit, Humor, gute Kommunikation, Regenbogen. Finde ich in Ordnung. Oh, komm mal. Ehrlichkeit? Dann reden wir als erstes über deinen Bodycount. Finde ich jetzt nicht schlecht, so, aber hier vielleicht noch ein Bild, was uns vielleicht noch ein bisschen überzeugen lässt. Ja, ist süß, oder? Das ist halt auch immer das Ding. Ihr müsst euch klar machen, also entweder haben die Leute... Also entweder wissen die Leute nicht, wo sie gut aussehen, oder das ist halt das Beste, was sie euch bieten können, ne? Was ist hiermit meine ganz persönliche Hölle ist, Angegriffenheit bei Themen wie Feminismus, Rassismus, Patriarchat, Tränenvasen gibt's gratis. Ihre ganz persönliche Angegriffenheit bei Themen. Ja, dann soll sie sich halt nicht angegriffen fühlen, wenn ich sage, dass das Schwachsinn ist, oder? Sie disst sich doch damit selber, oder nicht? Ja, also, okay, also das Schlimmste für dich ist halt, mit diesen Thematiken zu konfrontiert zu werden, nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein Kind zu verlieren oder sowas. Das ist weniger schlimm für dich. Ich glaube, wenn wir darüber diskutieren, du und ich, liebe Mine, über... Feminismus, Rassismus und Patriarchat. Ich glaube, einer von uns wird sich angegriffen fühlen, der andere nicht. Ich bin mir sehr sicher, wie die Rollenverteilung da sein wird. Boah, ey. Ja. Okay, aber ich habe natürlich noch mehr. Hier ist noch ein... Eieieiei. Ja, und da kommen wir halt schon in anderes Territorium. Ihr seht, hier steht weder ein Name noch ein Alter. Wir sehen, man hat Tunnel getragen und sieht jetzt aus wie eine billige Karikatur vom Buddha. Nee, das ist immer noch die Mine. Das ist immer noch die. Ja, das ist doch, also quasi Mine, ja. ohne Mütze. Ja. Ja, keine Ahnung. Also was ist das? Ein Thomas Gottschalk Cosplay oder was mit der Dauerwelle da? Also und die haben halt alle diese Brille. Also keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass der Hamburglar und Thomas Gottschalk eine Person sind. Ne? Also, ist das nicht eher Atze Schröder? Atze! Ja, Thomas hatte aber auch mal so ein... aber länger, aber, oder? Der hatte quasi bis zu ein bisschen Schultern auch so ein Ding da gehabt. Ja, zeitweise schon, das stimmt. Also auch eher so Atze, das stimmt. Ja, die Piercings gehen halt gar nicht, Mann. Also turnt mich halt ab. Ich finde es sehr schön, dass man vorher einen Tunnel hatte und dann meinte man, nee, Tunnel sieht nicht mehr gut aus. Lieber runterhängen lassen, finde ich besser. Ja, ich hab lieber noch ein paar weitere Körperöffnungen. Ja, es ist halt, die wird halt auch höchstwahrscheinlich bei der Größe... Der wird halt größer als 2 Zentimeter gewesen sein. Es gibt halt eine Grenze. Ich meine, Shobi weiß es. Wenn der seinen Tunnel rausnimmt, dann da kriegst du da keinen normalen Ohrring mehr rein. Ne? Ja. Aber ich muss sagen, tatsächlich, als schon wieder tatsächlich gesagt, als tatsächlich? Dieses Ganze ja modern wurde und dann diese ganz, 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 ganz kleinen Tunnel, die fand ich noch in Ordnung. Die fand ich eigentlich ganz optisch okay. Aber das war ja so wieder so ein, so du fängst mit der Kleinigkeit an und dann rastest du komplett aus, ne? Dann wird dann halt sowas daraus. Ne? Aber so diese Mini-Dinger, ja. Die fand ich eigentlich ganz in Ordnung, muss ich sagen. Also fand ich jetzt nicht schlimm, wenn es irgendwie eine Frau hatte, aber ja, ist es nicht meins gewesen. Es ist halt Geschmackssache, aber wie gesagt, auch Frauen mit kurzen Haaren, das, ja, manchen steht's gut und sie sieht halt aus wie Atze. Ne? Ja, dann gehen wir doch mal in einen schöneren Namen. Eine Maria. Oh. Maria, und das ist Maria. Und hier ist ganz wichtig, Maria ist Lehrerin. Ja, das müssen wir uns jetzt... 35. Ja, das müssen wir uns jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf behalten. Maria ist Lehrerin. Okay, ich kann euch schon mal sagen, Maria ist mein Liebling für heute. Als Lehrerin ist es natürlich klar, dass man etwas Lockeres sucht, dass man natürlich links ist. Und dass sie natürlich schon Kinder hat, aber natürlich nicht mehr möchte. Trotzdem etwas Lockeres haben möchte. Ja, okay. Gutes Intro. Lass mal kennenlernen. Spazieren, Kaffee trinken und reden. Wenn das in deinem Sinne für den Anfang ist, dann sind das beste Voraussetzungen. Hashtag offene Beziehung. Hashtag no AfD. Hashtag no Nazis. Hashtag geimpft. Hashtag Maske auf. Maske auf! Lehrerin, möchte ich nochmal sagen. Ihr wisst ja, ganz genau, was diese Frau mit ihren Schülern macht. Das Ding ist halt, sehen wir noch Bilder von ihr weiter? Weil Wir sehen auf jeden Fall noch was von ihr. Ob das Bilder sind, weiß ich nicht.
Ja, weil sie ist halt, also sie ist 35, ja. Mhm. Und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber da kommt dann wahrscheinlich irgendwann die Wand, ja. Und auf dem einzigen Bild, auf dem du dich jetzt erstmal präsentierst, trägst du halt eine riesige Sonnenbrille, die halt gewisse Problemzonen in deinem Gesicht halt auch überdeckt, ja. Ich will dir in die Augen sehen, wenn ich dich kennenlernen möchte, ja. Ich muss in deine Seele blicken können. Und wenn ich da zwei schwarze Scheiben sehe, dann gehen wir keinen Kaffee trinken. Ich bin auch der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, irgendwie Bilder mit Sonnenbrille ist immer, ich möchte unbedingt cool sein. Und vor allem irgendwie, es gibt ja auch mittlerweile ganz viele Leute, die mit Sonnenbrille streamen. Ich mir denke, Alter, es ist einfach nur, ich bin so cool, ich habe eine Sonnenbrille auf. Also, ja, machst doch die Helligkeit vom Bildschirm runter, sag mal. Was ist das Problem? Okay, ich habe noch mehr von Maria. Für mich ist Folgendes nicht verhandelbar. Ich habe keine Beziehungsangebot dabei. Ja, ich habe keine Beziehungsangebot dabei. Lehrerin. Aha. Lehrerin. Ich habe keine Beziehungsangebot dabei. Bin vergeben, habe eine schnieke Familie und bin glücklich. Für ONS habe ich auch nichts über. Alles dazwischen ist offen. Also sehr Two-Night-Stand oder was? Ja, aber so ein Freundschafts-Plus-Rotz-Dings. Och, Bruder. Aber sie ist doch in einer Beziehung. Warum ist sie denn auf einer Dating-Plattform? Ja, weil sie ist halt in der offenen Beziehung. Und das ist auch das Richtige, was man den Kindern beibringen muss. Ja? No AfD, offene Beziehung. Immer sehr gut. Und, ja, lass uns die verstaubten Dating-Regeln brechen und nach 10 Minuten einfach knutschen. Good to know. Knutschen heißt genau das und ist kein All-Inclusive-Angebot. All-Inclusive schreibt man übrigens mit E am Ende, liebe Lehrerin. Ne? Also ja, keine Englischlehrerin. Scheinbar keine Deutsch- und keine Englischlehrerin. vielleicht irgendwie was mit Gender-Studies oder so. Wer weiß, ne? Ja. Nach 10 Minuten einfach knutschen. Die will doch einfach nur gebumst werden, Leute. Lehrerin, möchte ich, also bitte behaltet im Hintergrund Lehrerin. Ja. Ja, das ist halt die Sache. Und dann, das sind halt wieder die Frauen, die dann sagen, diese niveaulosen Männer, die wollen alle nur das eine. Ja, ja. Was schreibst du denn da? Und auch von meiner Seite aus, mir ist das vollkommen egal, ob ihr eine Freundschaft Plus habt. Mir ist das auch egal, ob ihr One-Night-Stands habt. Interessiert mich nicht, ist eure Sache. Aber lasst andere Menschen daraus. Führt keine Beziehung und pimpert andere. Lasst andere Menschen daraus. Und vor allem, man sollte das eben nicht bewerben. Ja? Man weiß ganz genau, Freundschaft Plus ist nicht das, was das Beste für die Menschheit ist. Ja? Deswegen bewerbt es halt nicht und stellt es nicht dahin, als wäre es das Tollste. Und wie gesagt, lasst vor allem die anderen Partner raus. Aber was ihr halt sonst macht, ist mir ja scheißegal. Ja, aber ja, die haben Kinder halt. Wollte ich gerade sagen, das Schlimmste hieran ist einfach, dass sie Lehrerin ist. Ja, das tut mir wirklich leid. Und ja, das ist halt leider ein Muster. Ne? Ja, das war die liebe Maria. Also ist jetzt schwer, sich in jemand anderes zu verlieben. Aber ich habe noch mehr. Was hältst du denn von einer netten Carina? Oh. Das ist ja erstmal ein schöner Name. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Carina. Also alle Carinas dürfen sich gerne bei Clowny melden. Nein, war ein Spaß. So, Carina, sieht jetzt auch erstmal gar nicht so schlimm aus. Ne? Das ist jetzt das normalste Bild bis jetzt. Ja, ich würde sagen, also so ist halt ne, Standardbild. Alles tutti, ja. Was hältst du davon, dass sie eher links ist, noch nicht weiß, was sie möchte und natürlich LGBTQI+ verbündete Sternchen R ist? Auch gut, ja. Oder? Also tatsächlich glaube ich, dass du, also dass die im Endeffekt, wenn du ein Mann bist, der was vorgibt, und damit meine ich ein Weltbild, ein geschlossenes, dass die wie Ton in den Händen eines Töpfers formbar ist. Weil sie weiß noch nicht, was sie machen will. Eher links ist jeder, ja, der sich noch nicht mit Politik beschäftigt hat. Meine Interessen, Wissenschaft, also sie schaut gern MyLab, Indie, Kaffee ist ein Interesse. Na gut, also scheinbar. Dann würde ich sie mal fragen, wie ihre Lieblingsbohne heißt. Und ich glaube, sie könnte nicht antworten. Und LGBTQIA-Verbündeter heißt halt, ich habe Freunde, die halt nicht hetero sind. Bin ja. Ally oder so. Ne? Ally. Was ist hiermit? Meine ganz persönliche Hölle ist laute Kaugeräusche beim AfD-Parteitag. Das würde heißen, sie besucht den. Ich glaube, es sollte ein Witz sein.
Und ich glaube, sie möchte damit ausdrücken, dass sie den AfD-Parteitag doof findet, weil da Leute reden oder so. Keine Ahnung, ob das jetzt ein lustiger Witz sein soll. Aber sie möchte natürlich zeigen, dass die AfD ganz schlimm ist. Ja, okay, ja, wenn's... Alles klar. Das ist halt, also, ihr müsst euch das auch mal klar machen, ne? Wir leben... We live in a society, wo, deine ganz persönliche Hölle, ja, und das musst du den Leuten, die deine persönlichen Partner werden sollen, ja, Lebenspartner oder irgendwann Ehemann oder was auch immer, dass du die AfD nicht magst, das ist die Hölle. Ja, aber du musst halt mal abwiegen, ne? Für mich wäre eine Hölle, wenn wir jetzt wirklich, also mal das Schlimmste betrachten, ist für mich die Hölle, dass jetzt hier der Krieg ausbricht, zum Beispiel. Das wäre jetzt für mich aktuell, für mich, eine Angst und eine Hölle. Ja, oder wenn ich, also ich würde da hinschreiben, meine ganz persönliche Hölle wäre, wenn ich Familienvater wäre und meine Kinder halt, meinen Kindern schlechte Dinge passieren oder so. Halt irgendwas mit Bezug zur Realität. Also irgendwas, was halt wirklich eine persönliche Hölle darstellt. Ja, es ist krass. Irgendwie, wenn mir ein Freund in den Rücken fällt, das ist das die halt Hölle. Im Endeffekt, man möchte nur reinbringen, wie weltoffen man ist und dass man die AfD doof findet. Das ist halt alles. Und hier nochmal vielleicht zur Info, ich danke jetzt schon mal für diese fette Spende. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt hier gleich nach dem Format mache. Ja, dass wir das am Stück haben. Aber ich sag jetzt schon mal wirklich von Herzen vielen lieben Dank. Wir machen das gleich in Ruhe, ja? Okay, dann gehen wir rein in die liebe Jolie. Amaya Jolie, oder? Fast. Vielleicht, müssen wir mal gucken, ist das... ist 22 Jahre alt, ist Student Sternchen in. Das hat sie selber eingegeben. Oder Enz hat es selber eingegeben. Und Sozialarbeit, ja? Ja, ja. Okay, kannst du dir schon denken, was da kommen wird? Wenn sie selber Student Sternchen in geschrieben hat. Das sind halt auch, guck mal, das sind Frauen, die hassen dominante Männer, also sie sagen, sie mögen keine dominanten Männer. Das sind Frauen, die hassen Mansplaining oder das Patriarchat oder was auch immer, aber hängen sich dann trotzdem so ein Kink-Halsband um, was halt im Endeffekt symbolisiert, dass sie submissive ist. Ja, mit diesem Ring dran. Ne? Also irgendwie passt es dann, irgendwie haben sie dann doch alle irgendwie dieses Bedürfnis, ja, bitte, bitte unterwerf mich. Ja. Bitte unterwerf mich. Ja, ja. Ja, aber Patriarchat ganz böse. Ja, ich habe noch ein bisschen mehr. Ich habe schon alles gesehen, Digga. She, they. Hello, it's me. In einer offenen Poly-Beziehung. Vegan, straight edge, queer, bunt und angehende Sozialarbeiter, Sternchen in. Linksgrün versifft. Sie tanzt auf Toiletten und Standard Latein. Was heißt ein WCS? Keine Ahnung. Ich hab keinen Plan vom Tanzen. Ich meine, Standard ist jetzt auch nichts Besonderes, ne? Aber. Also im Endeffekt, sie ist halt, ich glaube, sie identifiziert sich als nicht-binär oder so, weil sie sich selber mit Sternchen schreibt und sich They-Pronomen gibt. Also eine sehr weltoffene. Bunt und angehende Sozialarbeiter Sternchen in. Ja, und linksgrün versifft. Also ich meine, dem kann ich ja durchaus was abgewinnen, ne? Also. Wobei, das wäre halt umgedreht so, als würde einer von uns in sein Dating-Profil ironisch rechtsextrem reinschreiben. Ja. Oder so. Weißt du? Also ich glaube schon, dass die auch wirklich linksgrün versifft ist. Ja, natürlich. Ist. Das meint sie ernst. Das meint sie komplett ernst. Aber sie meint das ja auch selbstironisch. Ne? Und Straight Edge, denke ich halt auch gerade, ist die CM Punk-Fan oder was? Hört es hier? Natürlich, sie sucht aber auch hier, Frau und nicht-binär. Wie kann man denn Frau und gleichzeitig nicht-binär sein? Ja, geht nicht. Die ist bescheuert. Entschuldigung. Also gehen wir mal davon aus, sie ist halt einfach nicht binär. Sie sucht natürlich was Lockeres, ist ja klar. Aber ist jetzt die Frage, möchte sie jemanden wegbuttern oder möchte sie weggebuttert werden? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das so funktioniert als Nicht-Binärer. Ist natürlich ein bisschen links, ne, und eventuell auch geimpft. Natürlich kann man sich nicht anstecken, wenn man dann da rumbuttert. Hier nochmal ein Foto von ihr. Ja. Mit einer Ratte. Ich habe auch extra die Ratte gepixelt, damit hier niemand sagen kann, dass ich hier Ratte-Shaming betreibe. Also, ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding von eher Linken, oder? So Ratten als Haustier, ich glaube. Wie groß ist die? 1,83? Keine Ahnung, weiß nicht. Mustererkennung würde ich sagen, Ratten wahrscheinlich eher auch bei Linken. Ich weiß es aber nicht, keine Ahnung. Ja, die ist also...
Ja, die ist verrückt, Leute. Lasst die Finger von der Frau. Die ist verrückt. Die ist verrückt. Ich muss das auch gar nicht weiter elaborieren. Die ist einfach verrückt. Und die Folgen ist nicht verhandelbar. Politische Mitte. Ja, also es geht halt nur linksradikal. Okay. Ja. Ja. Ist in Ordnung. Also wenn selbst Leute einfach sagen, lass mich in Ruhe mit diesem Links-Rechts. Ich möchte halt einfach selber meine Entscheidungen treffen oder was weiß ich was. Ich möchte mich mit Politik gar nicht beschäftigen. Das ist halt für sie nicht verhandelbar, wenn Leute halt einfach absolut nicht zu 100% das denken, was sie denkt. Ja, ja. Ja, aber am Ende des Tages, ja, die wird schon noch zur Besinnung kommen. Keine Sorge, Leute. Wie alt ist die? Boah, keine Ahnung. 21, ne? 22. Nein, die ist durch. Ja, die ist nicht zu retten. Die ist nicht zu retten. Meinst du? Nee. 22? Absolut ist die nicht zu retten. Hundertprozentig nicht. Diese Frau ist verloren. Ich weiß, wie reif ich mit 22 war. Also ich kann dir sagen, ich würde keine Sekunde mit ihr vergeuden und versuchen, mit ihr zu diskutieren. Weil sie ist verloren. Sie ist verloren. Bin ich mir sehr sicher. Ja, und auch unten das Bild, ich glaube, das sagt auch wieder alles. Das habe ich jetzt nicht nochmal extra. Ja, was ist mit dem Namen, ich glaube, Jana mit 2 N? Wenn man es, Jana mit 2 N ist eher so Jana, würde ich behaupten, oder? Oder Jana? Oder Jana. Ja, weiß ich nicht. Ich würde es wahrscheinlich Jana aussprechen. Jana. Jana. Sieht auch schon. Uiuiuiui. Oh, habt ihr etwas vor mit dir? Ist das ein Mann? Nee, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Nee. Ja, aber schon wieder sexualisiert in meinen Augen? Ja, ja, im Bad halt auch, ne? Ja, klar. Empathischer Nerd, Sonnenblume, nicht, sondern Gänseblume und was ist das? Dax wahrscheinlich? Dax. Keine Ahnung. Neurodivers und queer? Was ist denn jetzt schon neurodivers? Was ist neurodivers? Ist das schon wieder? Neurodivers ist ja dasselbe wie was neurodivergent oder was? Also die hat halt irgendeine Störung. Ich habe keine oder Ahnung. Oder so? Ja. Also im Sinne von Schizophren oder sowas die Richtung. Neurodermitis. Ich habe keine Ahnung, was ich mag Moneten. Am liebsten in der Natur, unterwegs und von Fellnasen umgeben. LARP ist doch dieses Live-Action-Roleplay? Ja, genau, das war das. Pen and Paper und Fantasy-Kram. Toll. Das ist ja erstmal nicht unsympathisch. Nö. Ja, aber, nö. Aber das ist ja irgendwie komisch. Ja, kreativ sein, ständig ein neues Bastelprojekt, ehrenamtlich aktiv, Geografie mit F-Studi. Offene und klare Kommunikation, sehr schön, ja, sehr klar kommuniziert, das finde ich sehr gut. Hier nochmal ein Bild. Entschuldigung, neurodivers heißt unter anderem Autismus, Aufmerksamkeitsdefizit, ADHS, Dyskalkulie, Legasthenie, Dyspraxie, Synästhesie und Hochbegabung. Also sie wird höchstwahrscheinlich hochbegabt sein. Wahrscheinlich, ja, gehe ich von aus. Ja. Geh ich von aus. Hier steht sie in einem Loch. Ja, das hat sich schon selber schon was gegraben, oder was? Ja, aber ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, diese Haarfarbe, exakt diese Haarfarbe, ist die Definition von Wokeness. Dieser Farbton. Ja, es ist halt dieses dreckig gefärbte Blond, was halt auch teilweise ins Grün, Blau, was halt teilweise ins Grün auch übergeht, wenn sich die Chlorbleiche mit der blauen Haarfarbe vermischt, dann wird das oft grün. Ja, das ist, ja. Also exakt dieser Farbton, glaube ich. Ja, und auch hier natürlich, hier weiß ich noch nicht, eher links geimpft, ist ja ein toller Mensch, ne? Wichtig, bei einer bevorstehenden Zombie-Apokalypse werde ich mich mit meinem Freund DoppelpunktInnen in unserer 7-Days-Base verkriechen, für irgendwas muss zocken ja gut sein. Sehr schön, dass du auch in einer Zombie-Apokalypse noch genderst. Bin ich sehr froh. Mein FreundInnen, ja. Was ist denn die Mehrzahl dann von Freund? Ist dann auch Freund. Okay, interessant. Vielen Dank fürs schöne Gendern. Ja, danke an Jana, Jana, was auch immer. Auch ein sehr toller Charakter. Gehen wir rein in Ilo. Ilo wird dir sehr gut gefallen, glaube ich. Ich glaube, das ist dein Favorit. Ich sag, Ilo wird dein Favorit. Ich glaube, du wirst dich jetzt hier für den Herzblatt, für das Herzblatt entscheiden. Das ist Ilo. Ja, der Schal ist auch sehr interessant. Hast du ihn schon mal gesehen?
Die sieht ja jetzt erstmal auch nicht unsympathisch aus. So ein bisschen so, als würdest du mit einem Tambourin ums Lagerfeuer tanzen. Aber das sah jetzt erstmal nichts Schlechtes. Ja. Psychologie und in Therapie, oder was? Wahrscheinlich. Ja, aber, oh no. Gib mal ein bisschen Acht auf den Schal. Ja, ist ein Pali, ne? Ja, ja. Mhm. Über mich. Passion ist das Wichtigste für mich. Für Kunst, Kultur, Reisen, Wandern und Literatur, politische Diskussionen über Gesellschaftskritik und darüber, wie scheiße das System ist. Aber auch was dagegen tun. Optimisten und Philanthropen sind ganz falsch bei mir. Mein Sitz ist außerdem in Berlin. Habibis. Schön. Oh, ist doch schon mal ein sehr guter Anfang. Ja. Wie darf denn die Gesellschaftskritik so sein? Alles ist scheiße, dann, außer ihr Islam. So. Darf ich sagen, das ist ja alles ein bisschen zu links geworden. Ist das okay für Sie? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee. Wahrscheinlich gibt es hier den Rechtsruck. Ja, hier dann, ne? Liberal ist sehr wichtig, ja. Liberaler Mensch. Ne? Und okay. Ja, ansonsten nicht sehr viel Interessantes. Aber hier ist das Liberale wichtig. Denn, darüber rede ich am liebsten. Politik, Gesellschaftskritik, Menschenrechte, Palästina. Wer Letzteres nicht anerkennt, gar nicht erst matchen. Oh. Sehr liberal. Oh. Oh. Also wer unser Grund... Also ihr wisst, dass im Grundgesetz drinsteht, dass wir den Staat Israel als souverän anerkennen, ne? Also wer das Grundgesetz akzeptiert, nicht matchen. Ja. Sehr okay. Liberal. Ja, das ist liberal in a nutshell quasi. Reisen, aha, Kultur und wie sehr ich aus Deutschland weg will. Ja, dann tschüss. Ich helfe dir auch. Also wenn du möchtest, ich habe noch ein bisschen Geld über, um dir den Flug zu bezahlen. Und Reiseziel darfst du aussuchen, das ist alles in Ordnung. Wir sind ein perfektes Match, wenn du feministische BIPOC-Welten teilst. Wenn nicht, dann bist du ein Arschloch und dann ist man auch wieder liberal, ne? Wenn man, also quasi, wenn man nur Leute möchte, die zu 100% auf seiner Gedankenebene sind, dann ist man liberal, ne? Dass aber man, ich finde das doch auch, also Entschuldigung, Gabba, was ist denn das für ein Konzept? Wir sind ein perfektes Match, wenn. Ja, also wenn ich sie in eine Kiste kriegen will, erzähle ich ihr genau dieses Zeug und lass sie sitzen oder was? Die ganze also Plattform-Bumble ist halt einfach ein Müllhaufen. Was ist das, Mann? Ja, wichtig ist noch, Kunst, ja, und Reisen liebst Menschen etwas weniger, dafür Tiere und Natur umso mehr und nicht in Deutschland bleiben möchtest. Ja, also ich find's auch sehr gut, wenn sie jemanden kennenlernt, der auch nicht in Deutschland bleiben möchte, damit wir zwei Leute weniger hier haben, die mir auf den Senkel gehen. Das fände ich sehr schön. Sie ist halt einfach auch Antisemitin. Ja, ja, nichts anderes. Sehr liberal, finde ich. Wie sie angegeben. Sie mag Menschen weniger und manche Menschen mag sie ganz wenig. Ja, ja, ja. Okay. Ist das eine schöne, oder? Das ist eine süße. Kann man mal daten, oder? Ich fand die Haare süß. Ja, ja, genau. Ne? Vielleicht ist ja Clara was für dich. Clara. Oh. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Mal kein Selfie, sondern fotografiert worden. Finde ich jetzt nichts Schlimmes, aber natürlich auch im Hinterkopf behalten. Erzieherin, ist ja klar. Ja, ist jetzt kein schlimmes Foto. Ja, aber noch was nicht. Ist Clara hier? Natürlich auch liberal, das ist ganz die wichtig. Die ist halt gigantisch, ne? Die ist 1,84 groß. Ja, das stimmt. Die ist relativ groß. Ja, suchte Beziehung, ne? Ist natürlich Black Lives Matter, ist ganz wichtig, ne? Aber auch hier ganz wichtig, liberal. So, ja, okay. Ja. Liberal. Hm. Und wenn ich eine Superpower hätte, dann gäbe es keine Milliardäre mehr. Sehr liberal, würde ich behaupten, wenn man einfach Leuten also, abspricht, dass sie kein Geld mehr haben dürfen. Also sie ist für Umverteilung. Ja. Ich verstehe. Wäre sie dafür, wenn sie Milliardär wäre? Ich glaube nicht. Na gut. Wollte ich gerade sagen, es ist halt auch immer, wenn man selber etwas nicht hat, dann kann man es kritisieren. Oder wenn man halt davon Leute, betroffen die sind ist. Die sind halt gegen Meritokratie. Ne? Die sind dagegen, dass man sich sein Geld verdient. Ne? Ja. Oder dass Leute auch mal Glück haben dürfen im Leben. Da sind sie halt auch gegen. Ja? Man darf halt auch nichts erben. Ne? Ja. Also bitte habt kein Geld. Außer ihr gebt ihr das Geld, dann findet ihr das wieder gut. So, was hältst du von dem Namen Christine? Christin. Oder so, oder so. Ja, ist aber noch ein H dazwischen. Oh. Nee, gar nicht, gar nicht. Ja, ja, ein schönes Foto, muss ich sagen. Ja, och, toll. Mann, ne? Och, Interessen komm. Natürlich, Intelligenz, man sprießt aus allen Ecken und Enden die Intelligenz aus dem Foto. LGBTQ, ja, ja, plus verbündete Sternchen R, Feminismus, Menschenrechte ist alles dabei. Ne? Auch Menschenrechte. Was soll das denn heißen? Meine Interessen sind Menschenrechte. Ich interessiere mich sehr für Rechte. Ich lese
Menschen und zwar Rechte. Also, Digga, da, das ist halt auch wieder so ein Bild, da sage ich halt, ja, wo ist der Vater? Okay. Mit 23, Alter, wenn meine Tochter mit 23 sowas posten würde, ne? Dann würde ich sagen, Mädchen, ich habe versagt, okay, als Vater. Nummer 2 von Christine ist natürlich, sie ist im Studium, ja, und sie sucht was Lockeres. Schön. Hätte man auch sich auch gar nicht denken können bei dem Foto. Aber ja, da sitzt ja auch so einiges locker bei ihr, ja. Ich habe noch ein zweites Foto für dich. Kennst du den Ausdruck, da schmuggelt jemand Tic-Tacs? Da schmuggelt jemand Tic-Tacs? Ja. Das heißt entweder, das ist ein Mann. Ah! Och komm, Digga. Ja, komm jetzt aber mal, also Chat. Wo ist der Vater? Ist der Vater hier? Ist der unter uns? Leute, also das ist halt wieder... Ja, warum wollen Männer immer nur das eine von mir? Ja. Ja, es Mädchen. Es ist 1:1, sind das solche Mädchen, die... Oder Frauen, die mit nur Sport-BH und den engsten Legging-Höschen, ja, was es gibt, zum Fitnesscenter fahren. Und ja, wenn man sie dann einfach nur anguckt... Dann sofort zum Trainer rennen und sagen, ich werde sexuell belästigt. Ja, oder du landest auf TikTok, ja? Ja, oder so. Schauen sie so hin und her, so, oh ja, yeah, mich schon wieder angeschaut, Alter. Ja, Mädchen, wo soll man denn hinschauen? Ja vielleicht war es ja einfach nur kalt, wer weiß. So, ja, dann würde ich sagen, Cecilia, oder? Cecilia ist doch. Cecilia? Ist auch die drittletzte, die ich habe, glaube ich. Okay. Ja, die drittletzte. Okay, ne? Okay. Give it to me. Cecilia? Ne? Oh, da! So ein nettes Girlie. Ja, Problempony, Brille. Das ist halt so eine Brille, die hat halt mein Vater in den 70ern getragen, als er studiert hat, ne? Ja. Und halt, ja, das Piercing und ein Tattoo. Ja, let's go. Kann ja nur gut sein. Okay, ja, Cecilia, ne? Hier, über mich, mein größter Flex. Ich habe einen extrem diversen Musikgeschmack, aber ja, sehr... Ja, sie hört nur eine Band. Das weiß ich, Entschuldigung, Gaba, dass ich da reingrätsche. Wenn die sagen, ich habe einen extrem diversen Musikgeschmack, dann hören die halt zu 100% nicht alles. Zu 1000% hören die höchstwahrscheinlich Rap und die Red Hot Chili Peppers oder so. So, darüber geht's nicht hinaus, Mann. Aber sehr, sehr am liebsten, wie sich erwachsene Leute auf Hardcore-Shows aufs Maul hauen. Kleiner als 3. Ich bin etwas zu gut im Playlisten erstellen. Sorry an die Neider. Ja, wenn das dein interessantestes etwas ist, was du über dich erzählen kannst in einer Dating-App, dann hast du viele gute Eigenschaften, liebe Cecilia. Ja, da würde ich sagen, hier nochmal, ist ja klar, sie ist ein bisschen links, ne, hätte man sich ja kaum denken können, weiß noch nicht, was sie sucht. Und, aber wichtig, Feminismus. Das ist natürlich ganz klar. Ja. Ja, hier nochmal ein kleines Foto von ihr. Da sieht die aber schlecht aus, Mann. Also irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre sie oben komplett eingefallen. Ja. Und nicht, aber nun gut. Natürlich noch ein bisschen mehr. Wir wollen ja dich noch ein bisschen mehr überzeugen von Cecilia. Darüber rede ich am liebsten, warum der Kapitalismus uns allen schadet und Musik. Ja. Wie wär's mit Kapitalismus könnte die nicht auf Hardcore-Shows gehen, Digga. Also, die Hardcore-Bands spielen halt auch nicht für umsonst. Wie ist das denn, wenn deine ganzen Musiker für umsonst Musik machen würden? Was meinst du, wie sich die Musik anhören würde? Ja, ist ja nicht so, als wird Musik sowieso schon zu schlecht bezahlt für die Leute, die es machen. Dann hast du halt noch sowas, ja. Warum der Kapitalismus uns schadet. Vor allem, ich habe nicht genug Geld, mir was zu kaufen. Und ich bin zu faul dafür zu arbeiten. Der Kapitalismus schadet uns allen. Du kannst es auch komplett falsch verstehen. Du kannst es einmal, warum der Kapitalismus uns allen schadet und Musik. Also warum der Kapitalismus uns allen und der Musik schadet. Oder halt Musik. Ja. Komma und Musik quasi. Ne? Also Komma habe ich jetzt nur, damit ihr versteht, was ich meine. Auch da stelle ich halt mal in Frage, wie tiefgehend die Unterhaltung mit ihr über Musik sein könnte. Also ich mag Hardcore. Expertise. Ich mag Hardcore. Ja, ich mag halt. Ich finde Reiche doof. Hast du schon mal von dem Band hast du die Band schon mal gehört hier? Hatebreed. Oder? Hast du sie schon gehört? Boah, voll cool. So, über welche Musik reden wir jetzt? Ich glaube nicht, dass die Gespräche so gut werden, Mann. Soll ich dir mal mein Lieblingslied vorsingen? Bam, 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 bam. So, dann hier noch schöne Hardcore-Jacke.
und warum auch immer so ein Babuschka-Ding da oben am Kopf. Süß, oder? Guter Stil. Die Frauen sind halt auch heutzutage, Entschuldigung mal, die Frauen sind halt auch heutzutage, wenn sie nicht so überlassiv gekleidet sind, dass man halt denkt, die gehen gleich auf den Strich, sind sie halt unglaublich geschmacklos angezogen auf der anderen Seite. Es gibt doch, was ist denn aus diesen, was ist denn aus Frauen geworden, die einfach mal ein schönes Kleid tragen? Was ist denn daraus geworden, Mann? Es ist entweder, ich hab den Kleiderschrank meines... Ah! Warum fasst man sich jetzt da noch an den Brust? Weiß ich nicht, aber ja. Ja, jetzt bin ich... Das ist Cecilia. Sprachlos, Mann. Cecilia ist übrigens ein sogenanntes Crossover von, wie hieß die, Mine oder so? Mine, ja. Hieß die, war, gute Mine, ja. Oder war die das hier? Ja, Mine war guck, die war Crossover. Arze, ja. Ja, voll, Alter. Könnte voll. Eigentlich dieselbe Person sein. Ja, das ist Cecilia. Schön. Ja, zwei noch und dann haben wir es geschafft. Nee, also nicht, dass das, also nee, ich ja, stöhne halt ich, wegen der Frau. Ich meine, ja. So generell. Im Negativen. Generell. Ja. Anne. Voila. Nee, wahrscheinlich eine deutsche Anne. Hier. Marketingmanagerin. Ja. Und sonst halt Selfie am Spiegel, so wie ungefähr jeder. Ne? Erstmal nichts Komisches, aber hier. Swipe left if you hate fat women. Fakten, Ausrufezeichen, 3 von 3, Spritze mit rotem Inhalt. Ich würde halt, die Sache ist halt, also, was heißt denn hassen? Weißt du denn überhaupt, was Hass ist? Natürlich hasse ich keine dicken Frauen im Sinne von, ich wünsche denen den Tod oder so. Ich wünsche denen halt einfach Disziplin. So, das wünsche ich denen. Also, das ist doch irgendwie... So, warum schreibt man das mal über mich? Warum sind das die drei wichtigsten Dinge über dich? Ist es vielleicht nicht wichtig beim Daten? Ist vielleicht nicht das Wichtigste? Keine Ahnung, ich bin ehrlich. Ich bin, ich würde dich nie betrügen. Ich bin ein sehr humorvoller Mensch. Ich finde es auch wichtig, dass du humorvoll bist. Keine Ahnung. Kann man das nicht da reinschreiben? Nein, man muss reinschreiben, dass man Fick-Nazis und dass man 3 von 3 geimpft ist. Toll. Aber ja. Ist man dann nicht ungeimpft, wenn man 3 von 3 hat? Ist mir halt ehrlich gesagt auch einer zu wenig. Schwurbelerin, würde ich sagen. Ja. Bei 3 Impfungen ja. finde ich nicht in Ordnung. Meine Interessen natürlich Fotografie, Brettspiele, Katzen, LGBTQIA+, plus Verbündete Sternchen eher und Feminismus, ganz wichtig, ist ja, das, klar. Dass Fotografie ihr Hobby ist, haben wir ja beim Selfie schon gesehen. Das war ja... ja kam also hervor. So ein, das, okay. Ja, hier, darüber bin ich immer noch nicht hinweg, dass wir jetzt einen Mann als Bundeskanzlerin haben. Das ist Feminismus was? In deren Augen. Das ist der heutige Neofeminismus, dass man sich darüber aufregt, dass wir einen ja. männlichen Bundeskanzler haben, der nichts anderes macht als das, was Weibchen oder das Weibchen vorher gemacht hat. Ja, na, das ist, also da ist sie immer noch nicht drüber hinweg, alles klar. Was willst du über Weidel sagen als Bundeskanzlerin? Das wäre auch komisch, glaube ich. Ist aber homophob, ja. Wenn man das nicht möchte, oder? An sich schon, ja. 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 Und was ist hier nicht verhandelbar? Natürlich Menschenrechte, Rassismus, Queerfeindlichkeit. Ja. Oh, und dass die Dinos die beste Kinderserie ever war. Also ist die Frage, was ist denn jetzt nicht verhandelbar? Dass du rassistisch bist oder dass du queerfeindlich bist? Oder also. Die Sache ist halt, Menschenrechte wurden ja verhandelt von irgendeiner Organisation, die halt sagt, das sind sie jetzt halt, die Menschenrechte. Also Rassismus ist auch nicht verhandelbar. Sicherlich nicht. Der ist halt da oder nicht. Ja. Ja. Ist aber, in Ordnung. Aber ja. Ich muss sagen, bei den Dinos, ja, gut, dass es die beste Kinderserie ist, weiß ich nicht, aber die war gut. Ja, ich mag die Dinos. Ja. Aber das ist nicht die Freundin. Ja. Okay, dann haben wir noch ein Abschlussprofil für dich. Und diese Dame heißt Aljona. Alyona. Und der Name ist schon mal interessant. Hört sich auf jeden Fall süß an. Ist auch kein ja, zu bemängelndes ja, Foto. Sieht ja erstmal normal aus. Oh. Vielleicht ein bisschen alt, aber normal. Ja. Bisschen alt, 32. Bisschen alt. Also,
So, hier über mich. Ja, da kommt halt die Wand, wie gesagt. über mich. Introvertiert, Infiu. Ich glaube, das ist irgend so ein Müll mit Persönlichkeitsscheiß. Drini, ja, Drini finde ich gut, bin ich auch. Deep Talk von Smalltalk, vor Smalltalk. Oh, sie guckt wohl Chris und Fully gerne, finde ich gut. Hier, Tierfreundin, die mag hier alle Tiere, auch toll. Ja. Hier Küken drückt, ne, ist auch dabei. Würde gerne Leute mit ähnlichen Ansichten aus der Umgebung kennenlernen, auf der Suche nach kinderfreien, weltoffenen Freundsternchen innen. Smiley. Das Ding ist halt, sie sucht halt einfach Freunde. Ja. So, das wäre jetzt die erste gewesen, die halt erstmal bei über mich nicht komplett geistig krank wirkt. Und dann sucht die halt keinen Partner, sondern einfach nur Freunde. Dann geh doch raus. Warum gehst du dann auf Bumble? Wir wissen doch alle, was dabei rumkommt. Ja, sie ist natürlich eine Cis-Frau, ist doch klar, möchte keine Kinder, ist eher links, ne? Ist klar, auch vegetarisch, ne? LGBTQI plus Verbündete, Sternchen R und Feminismus, ganz klar. Toll. Bruder. Meistens muss man, also ich glaube, wenn man wirklich sich das antun möchte bei Bumble, muss man halt danach schauen, was dort nicht steht. Ja. Also wenn dort nicht steht LGBTQAS Ally oder so, so dann könnt ihr vielleicht mal anschreiben oder so. Ja, weil die sagen es dir. Wenn sie links sind, sagen es dir. Und es ist kein Spaß, jeder zweite Account sieht so aus. Es ist, ich habe, wirklich? Also ich gucke ja seit Wochen nach neuem Material, ja, weil ich eigentlich nochmal so ein Bumble-Format eben machen wollte und ich dachte mir jetzt, okay, machen wir es jetzt einfach heute live, wenn du da bist. Seit Wochen gucke ich ab und an mal rein. Es ist ungelogen, nicht einen einzigen konservativen weibliches Profil habe ich gesehen. Nicht eine einzige hat konservativ angegeben. Nicht eine. Ja. Was soll's, ne? Aber das Ding ist halt, ist ja eigentlich auch gut. Konservative Frauen benutzen anscheinend keine Dating-Plattform. Aber ich meine, es ist ungelogen, mehr als jede zweite gibt an links. Glaube ich dir aufs Wort. Katastrophe. Ja. So, ja, meine ganz persönliche Hölle ist natürlich konservative Denkmuster, denn es ist ja, dass Mann und Frau miteinander Kinder zeugen sollten, ekelhaft, geht gar nicht. Ja, das möchte keiner haben. Oder generell, dass das konservative Denkmuster das Sinnvollste ist, ist absolut bescheuert. Das möchte keiner haben. Das ist persönliche Hölle, geht gar nicht. Mhm. Toxische Männlichkeit. Ekelhaft. Tierquälerei, gut, da stimme ich zu. Abhängigkeit, ja, gut, finde ich auch nicht gut. Mhm. Mitbewohner, Sternchen innen, sind natürlich eine persönliche Hölle. Möchte man nicht haben. Raucher, Sternchen innen. Zu viele Menschen, Kinder und natürlich Smalltalk. Das ist. Ja, die Sache ist halt die, ich kann ja jetzt auch nicht die ganze Zeit mit dir über die Genealogie der Moral irgendwie diskutieren oder so. Also, natürlich gibt es auch mal Smalltalk und. Toxische Männlichkeit, eine Frau, die sagt, sie hasst toxische Männlichkeit, ist halt eine Frau, die toxisch weiblich ist. Ja. Das mal sozusagen. Also, du siehst bei ihr, egal, also was sie so schreibt, sie hasst einfach alles und jeden, vor allem sich selber. Sie hasst sich selber. Tierquälerei, natürlich mag keiner Tierquälerei. Ja. Aber Abhängigkeit, meinst du jetzt von Drogen oder von seinem Partner? Wahrscheinlich also, eher von Menschen oder so, keine Ahnung. Aber ich habe eher das Gefühl, dass sie sich selber einfach nicht mag. Ich glaube, wenn ich Psychologe wäre, wäre das meine Diagnose. Sie hasst sich selber. Das sind halt wieder Leute, die sind halt, also ihr seht es ja immer wieder, die persönliche Hölle von den Mädels hier ist immer irgendwas mit der politischen Einstellung. Gibt es wirklich nichts Schlimmeres für die im Leben? Es geht hier um die persönliche Hölle. Ja. Das ist ganz krass. Wow. Und wir werden uns natürlich verstehen, wenn du aufrichtig weltoffen, ich bin weltoffen, ja, respektvoll, feministisch und zuverlässig bist. Toll. Bin ich ein Feminist, wenn ich das nicht cool finde, wenn Männer, die sagen, sie wären Frauen, einfach im Frauensport euch abziehen? Bin ich dann Feminist? Nee, dann bist du tatsächlich ein transphober, weltfremder Sack. Ach, na gut. Das geht nicht. Na, dann wird das wohl doch nichts. Es geht leider nicht. Ja, das war Aljona und somit auch mein letztes Dating-Profil. Und jetzt weißt du auch, warum ich so viele Bilder vorbereiten musste und bearbeiten musste. Bruder. Das war ein bisschen sehr viel Aufwand. Und ich kann dir sagen. Ich weiß ja, wie lange das bei mir dauert, Digga. Ich habe noch mehr Sachen vorbereitet. Da kommt noch ein bisschen was. Aber ja, das war das Format Trümmerbumble. Hat's dir gefallen, lieber Clowny?
Ich habe Kopfschmerzen. Kann ich mir vorstellen. Aber es war gut, ja. Ja, ich hoffe, das hat den Zuschauern gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen lachen können. Und ja, ja. Ab und an gab es mal einen Kommentar von wegen, oh, das ist aber oberflächlich. Ja, es ist oberflächlich. Ja, keine Ahnung. Also politisch dann nicht korrekt. Ich mache gerne Witze über andere, aber ich mache auch Witze über mich selber. Und wenn irgendeiner Witze über mich machen möchte, dann heul ich nicht rum. Macht Witze über mich, interessiert mich nicht. Aber ich darf auch andere Leute einfach, ja, mich drüber lustig machen und das belächeln. Ach, da würde ich mich auch, also, es wird auch an mir abprallen. Also, keine Ahnung, derjenige, der geschrieben hat, das sei oberflächlich, der sollte mal dafür sorgen, dass der Stock in seinem Arsch mal ein bisschen oberflächlicher wird und nicht so tief da drin steckt. Das ist Humor. Ja, und zum anderen, die stellen sich da wie Schaufensterpuppen zum Verkauf im Internet. Ja. Die sind die Definition von oberflächlich und nach diesen Maßstäben urteile ich auch über diese Frauen. Eine Dating-Plattform, also Tinder oder Bumble oder was, ist per se oberflächlich. Du urteilst über jemanden, weil du ein Foto siehst. Wir sind alle oberflächlich, bis wir mit jemandem geredet haben. Ja. Ist doch normal. Ja. Also ich spreche ja niemanden an, der, also, wenn du jetzt auf Partnersuche bist, Digga, da sprichst du ja jetzt nicht erstmal die hässlichste Person im Raum an, um ein tolles Gespräch zu führen oder so. Ja, da denkt man sich erstmal, okay, kann ich dieses Gesicht den Rest meines Lebens ertragen? Ja, aber okay, jetzt reden wir. Ja. Okay, ja, ich weiß, wie gesagt, dass manche Sachen, die man oder manche Äußerungen ein bisschen oberflächlich sind. Ich weiß es, aber das ist mir egal und das tue ich, weil ich es lustig finde.